Wieder bei Thief im Raum mit den beiden Nervensägen hier. Kann ich das Feuer da ausmachen? Euer Meister hat sich sehr bemüht, seine Opiumhöhle zu verbergen. 6. Es wird spät. Früher oder später kriegen Sie die Tür. Wie konnte das ausgehen? Wie konnte das nur ausgehen? Und jetzt Feuer, die von selbst ausgehen. Wie kann das nur sein? Oh, nein, 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 nein. Halt! Der war zu schnell. Mann, oh. Mach die weg. Ja, genau. Will ich ja. Oh, Mikostream köpft sich selber. Ganz große Leistung. Und was streamst da unser Header? Definitiv. Und sonst so. Oh Gott. Definitiv. Ich glaube, ich muss das schneller machen. Ich muss einfach mal eben jetzt hier so... Andere Idee. Warte mal, ich kann ihn doch K.O. schauen damit, ne? Oh ne, kann ich doch nicht. Ich habe nicht viel. Wie kam ich denn darauf, dass ich den K.O. hauen kann damit? Irgendwie habe ich gedacht, man kann mit stumpfen Pfeilen Leute K.O. hauen. Wenn man die am Kopf trifft. Das hat wohl nicht gestimmt. Dann nehme ich halt so einen Betäubungspfeil. Wir machen eine Kombination. Wasserpfeil, Betäubungspfeil. Wo ist denn der Betäubungspfeil? Ist das 7? Ja. Das Feuer ist einfach... Wie ist das passiert? Wir werden angegriffen. Machen! Bitte! Okay, das hat nicht so funktioniert. Ach, das war dieses andere Gasding, ne? Ich flehe euch an. Lasst mich leben. Nein, nein, nein. Ah. Lasst mich in Ruhe. Ich hatte gehofft, sie kriegt das im Schatten nicht mit. Wie machen wir das denn sonst? Ich darf sie ja nicht angreifen. Wie kriege ich denn sie aus dem Weg? In Deadly Shadows konnte man Mosis nehmen, um Leute röcheln zu lassen. Das war ein lustig. Ja, hier kann man das ja auch mit diesem Pfeil, wie ich das gerade gemacht habe. Botfight gefixt? Nö. Also einmal wird er funktionieren, danach nicht mehr. Was zu trinken. Ja, okay, ich muss anscheinend an denen vorbeischleichen, oder? Aber da vorne ist sau viel Loot. Ich fühle mich nicht besonders... Um die Ecke locken. Was war das? Sieh dich mal um. Natürlich läuft er genau hier hin. Wieso läuft denn der nicht links um die Ecke? Warum läuft er rechts um die Ecke? Ich bin so doof. Die hat Augen wie Lux, genau. Ah, Knüppel gegen die Wand? Wie ziehe ich denn den Knüppel? Ich habe hier nur meine anderen Waffen. Ja, ich nehme meinen Wurfding. Und diesmal werfe ich den halt dahin. Geh schon. Zieh dich um. Sehr gut gelockt. Wer immer. Ich bin so gut. First try. Woohoo. Bin leider nur semi anwesend. Ich möchte die Minibosse nicht schlafen. Nicht schlafen? Nicht wecken, wolltest du sagen, oder? Ich kenne ja eine Tastatureinstellung nicht. Ich auch nicht. So, jetzt können wir das machen. Ich verrate euch nicht, versprochen. Gut, dass sie da lang läuft. Aber wenn sie mich nicht verrät, ist ja okay. Gucken, ob jetzt wieder gesucht werde oder nicht.
Ich wollte diesen Loot da haben. Der ist bewusstlos. Der ist nicht tot. Jetzt wärst du jetzt auch tot. Dann solltest du ihn besser finden. Wenn ich dich finde, wirst du um Gnade winseln. Hat sie nicht gerade gesagt, sie verrät mich nicht? Sie hat gelogen. Sie hat gesagt, sie verrät mich nicht. Und ich verstand eines Yamis. Was ist ein Yami? Ich kenne nur ein, ich kenne nur eine, ein Exemplar. Ach, Leute. Dieser Typ, ey. Und diese Frau. Was ist hier los? Wer macht hier Geräusche? Sieh nach, was das war. Die Nerven. Warum habe ich auf Meister gestellt? Warum war ich so blöd? Du sollst ihn ausrauben, nicht spähen. So. Plüpp. Ich habe den Verstand eines Ethis. Dann habe ich den Verstand eines Kopflosen. So, ich speichere hier nochmal. Sie hat Angst vor der Dunkelheit. Ja, vielleicht. Vielleicht muss ich einfach mal warten, bis ihre Sucherei aufhört. Damit ich wieder ein paar Punkte gut habe bei ihr. Weil zum Feuer kann ich ja nicht hingehen, wenn sie da ist. Das ist dann da oben. Hä? Ah, das ist ein Vogel. Das war das Geräusch. Das Turm ist einfach nur so ein Grafikfehler wahrscheinlich. Madame, du nervst da ein bisschen. Weißt du das eigentlich? Hey, das Feuer ist ausgegangen. Mist, sie darf es auch wieder anmachen. Konnte zumindest die Seite wechseln. Da war wohl doch nichts. Hier werden Äxte umhergeschmissen. Oh ja. Diesen Horrorraum endlich geschafft, ey. Das war aber auch gerade peinlich. Ich kann runterfahren. Dieser Fahrstuhl ist sehr vertrauenserweckend. Und schnell. Hä? Ah.
Unterirdischer Gang? Frage, ist das ein Fluchtweg oder ist das... Mhm. Ein Keller? Geht es hier weiter? Ist es ein Fluchtweg? Man weiß es nicht. Wenn du da oben bist, kannst du nicht mehr zurück. Also falls du noch Loot willst. Okay, alles klar. Gut, dass ich nach unten gegangen bin. Dies war knapp. Der Mann hat viel zu verbergen. Wäre die Lage anders, würde ich das hier genießen. Geheimnisse sollten nicht in Glashäusern sein. Ich weiß nicht, was ich gerade getan habe. Aber okay. Die Stimme ist cool, ja. Ist das der Fluchtweg? Ja, aber Garrett ist doch ein softer Typ. Ah, es ist der Fluchtweg nach außen. Ich finde dich, wer du auch bist. Nö. Du findest mich nicht. Du tust gut daran, dich in den Schatten zu verstecken. Finde ich auch, ja. Komm raus, Schurke. Nö, ich geh wieder rein. Ich könnte also nochmal zurück, um zu gucken, ob ich noch Loot finde im Raum. Warte mal, da ist der Fahrstuhl. Was ist das? Nochmal Weinkeller. Ist ja voll secret hier alles. Ah, das ist der Weinkeller, wo der Typ ist. Wo der Koch runterkommt. Aha. Drückte Knöpfe. Sie hat was Interessantes. Die Stimme. Na, dieser Garrett, ja, der ist ziemlich soft, der Typ. Der hat sowas Schreckliches wie Moral. Stimmt. Hat sie da aber schon immer gehabt. Ganz ekliger Typ. Ganz eklig. Moral als Dieb. Wo komme war denn dahin? Was hat Eastwick hier oben gemacht? Den Anblick seiner einstürzenden Werke genossen? Oh. Ich muss ihn leider dabei stören. Ich brauche diese Pläne. Man fährt ja ganz durch nach oben. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich auf die Mittelstation. Knirsch, knarsch, knirsch. Müsste doch jetzt eigentlich hier irgendwo gleich kommen. Aber ich kann auch nicht stoppen, ne? Oh doch, ich könnte den Knopf drücken. Hä? Ich bin wieder unten? War ich doch richtig?
Ah, nee. Hier ist schon richtig. Nicht in intensiv? Nee, noch bin ich nicht so weit. Insert Elevator Music. Ja. So, wir speichern mal eben hier. Gehen in die Hocke. Scheiß Glas. Hä? Ich hab jemanden gesehen. Hilfe! Waffen! Ich verrate euch nicht. Versprochen. Nervtrulla. Bleib hier. Bleibt sogar hier. Sehr gut. Warte mal. Da hängen jetzt noch weiter, ne? Ich flehe euch an. Lasst mich leben. Lass ich doch auch. Ich will nur den Loot, den sie noch gibt. Warum liegt hier eigentlich überall Papier rum? Eastwick, Diener des Löwen, auf Befehl des Barons Elias Northcrest, habt ihr euch seinen Wachen zu stellen? Es hat keinen Sinn, hier draußen zu warten. In das Studierzimmer. Meister Eastwick, es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Meister Eastwick, öffnet die Tür! Hier ist ja gar nicht mehr Loot. Da gab's gar nichts mehr zu looten, Mann. Pfeil im Kopf und dann schreit sie nicht mehr. Ja, aber das darf ich nicht, dann ist die Mission gescheitert. Ich würde es ja gerne machen. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich das machen wollen würde. Ich darf ja nicht. Aber da ich in dem Gebäude nicht kein Loot mehr finde, kann ich auch nach oben fahren. Irgendwo gibt es bestimmt noch Loot, aber das ist nicht mehr so viel. Das ist mir egal. Oh. Hä? Hä? Moment mal. Was ist denn da mit dem Befehl los? Ich bin verwirrt. Wieso geht denn das an Garrett? Hä? Das ist ja mal geil. Die Leute so töten, dass er das Spiel nicht merkt. Das wäre ja Bug-Using. Blüpp. Das erklärt seine mangelnde Kooperation. Erst Cornelius, jetzt Eastwick. Mit dem Baron Geschäfte zu machen, ist wohl schlecht für die Gesundheit. Gebaumelt hätte er so oder so. Durchsuche das Stehzimmer nach den Plänen des Bergfrieds. Theodor Eastwick, Diener des Löwen, auf Befehl des Barons Elias Northcrest, habt ihr euch seinen Wachen zu stellen? Intendity, versuch's mal mit Gift 2. Ah nee, stimmt. Gift ist ja random. Richtig, Gift ist der random Befehl. Gift 2 ist der gezielte Befehl. Ich müsste das mal umprogrammieren, dass wenn man einen Namen bei Gift eingibt, das auch gezielt wird. Gift ist halt der random Gift an irgendjemanden. Und deswegen war halt random. Aber warum du keinen Kopf zu vergeben hattest beim zweiten Mal, weiß ich auch nicht. Es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Jetzt klappt's. Aber stimmt, ich müsste das mal so umprogrammieren, dass wenn man einen Namen eingibt, dass dann auch alles ordentlich gemacht wird. Hier ist ja gar nichts. Manu. Was krieg ich in Yamiko? Den Kopf des Mathelehrers. Wäre eigentlich auch schlauer, das so rumzumachen, wenn man einen Namen eingibt, dass es dann gezielt ist, und wenn man keinen Namen gibt, random.
finde diese Mechanik bei den Bildern finde ich ganz geil, dass man da rumsuchen kann. Legt der Kerl da drin Patiencen oder was? Ja, so in etwa. Na, wo ist denn zwei? Da. Ja, nee, ist klar. Natürlich. Du warst wohl selbst der größte Bewunderer deiner Werke. Dein Streak wird immer zurückgesetzt, wenn du einen Kopf giftest. Oh, das könnte tatsächlich ein Bug sein, weil du einen Kopf verlierst. Das stimmt schon. Boah, krasser Schritt. Shit. Schritt. Krasser Schritt, Alter. Der Bergfried. Das ist das Modell, das mich interessiert. Ich muss wohl damit spielen. Ich muss wohl damit spielen. Das Modell aufstellen wie das Gebäude. Bevor das Gebäude einstürzt. Drehen? Achso, warte mal. So. Dann müssen da links zwei Fenster sein. Ne, das rechte Fenster sieht man noch nicht. Dann so. Theodore Eastwick! Dann so. Auf Befehl des Barons Elias so. Northcrest habt ihr euch seinen Wachen zu stellen. Ein kleines bisschen übertrieben für so einen Plan, oder? Ich will ja nichts sagen, aber... Hallo? Krasser Schritt, das könnte man zweideutig verstehen. Ja. Stehl die Pläne. Machen wir. Oh. Keine Bewegung, denkt nicht! Der Architekt! Ermordet! Auf frischer Tat ertappt! Tötet ihn! Renn, Garrett, renn! Warum haben die Hunde auf dem Balkon? Oh, oh, oh. Guten Tag, die Herren. Guten Abend. Ich mag Garrett's Humor. Puh, Herr Balle. Ach, hallo Suchscheinwerfer. Wie geht's? So, ja, Vögel, bitte zur Seite. Mal sehen. Diese Öffnung am Fundament, ist das ein Entlüftungsschacht? Dort einzubrechen wäre Selbstmord. Und schon ist das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und was ist das? Der Tresor des Barons. Er soll so groß wie ein Haus und voller Gold sein. Und bald wird er meins sein. Neues Dokument. Ach, Bergpläne. Gut. Kombination des Tresors. 30, 11, 98. Sehr schön. Nehmen wir mit. Ach übrigens, noch was. Es gibt keine Hammeriten und Pagans. Auch ein Zeichen dafür, dass es ein anderes Spiel ist. Das stimmt. Ich habe einfach vermutet, dass es ein Nachfolger ist. Deswegen habe ich mir die ganzen fehlenden Sachen halt zurechtgereimt. Bist du der Verkäufer-Dude? Tatsache, du bist der Verkäufer-Dude. Ich dachte eigentlich, weil auch der Baron so von Maschinen spricht und so, dass das so eine Anleihe davon wieder ist. Aber gut. Laufheader, ja. Erinnert an die Fluchtsequenz aus Assassin's Creed 1. Das erinnert an so viele Fluchtsequenzen. Entschuldigung. Das kennt man doch von überall her. Wasserpfeile hätte ich gerne noch welche. Kaufen, kaufen. Seilpfeile, ne, Feuerpfeile reicht mir. Explosionspfeile, boah, ich glaube ich, nein, kaum mal. Ah, sind teuer, die kaufe ich nicht. Sägezahnpfeil, was ist das denn? Die schwerere Konstruktion mit gezähnten Klingen, eine verstärkte Spitze und bessere ausbalancierte Schaft bietet erhöhten Schaden und Durchschlagkraft. Ach so.
Mohn brauchen wir nicht. Nahrung brauchen wir nicht. Warum kann ich keine Seilpfeile kaufen? Ich kann was verkaufen. Stand 10. Vorhanden 4. Breitkopfpfeile. Ich könnte ein bisschen Nahrung verkaufen, bringt ja gar nichts. Toll. Das bringt ja alles nichts, Sachen zu verkaufen. 13, 1 Gold, 8, 10, 8, 13, 2. Verkaufen ist ja mal völlig sinnlos. Oh, das ist ja der Preis. Na, ich voll honk. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Ich voll honk. Es gibt aber einen Berg, falls du nicht weißt, was das ist. Das sind diese komischen Dinos. Natürlich weiß ich, was das ist. Die gab es doch in den alten Teilen. Es gibt ja auch das... wie heißt nochmal das Versteck von Basso? Ist auch irgendwas mit Beric. Verkrüppelter Beric oder so. So. Durch das Rattenloch. Wir schleichen durch das Rattenloch. Fliegen. Es gibt nur einen Dino, dessen Name Yoshi ist. Oh, Entschuldigung. Ich sterbe. Entschuldigung. Der Beric ist hier aber nur ein Easter Egg. Oh, cool. Bin ich mal gespannt, ob ich ihn finden werde. Oder ob ich schon dran vorbei bin. Man weiß es nicht. Oh, der Text. Na. Ah. Begib dich in den Bergfried. In Kapitel 3 hättest du ihn sehen können, wobei man kann ja Kapitel wiederholen. Musst nur noch mal in den Puff. Mach mal, vielleicht machen wir mal einen Bonus oder so. Könnte ich mir vorstellen. Eine taumelnde Wache. So komme ich hier nicht weiter. Oh, sie ist gerade gestorben. Danke, das brauchst du jetzt ja nicht mehr. Ist noch was dabei? Nein. Bei der Leichenfläderei gibt es manche Sauerei. Bin mir nicht sicher, ob ich hier hin möchte. Mohn, Inventar voll. Ich sollte mal einen Mohn nehmen dann, ne? Geh es, Mohn. Schubs. Das sieht hier alles nicht gut aus. War das die Septe Baelors? Ja, genau. Quasi. Es hat nur kein blaues Feuer gegeben, sondern normales rotes. Ich fühle mich hier nicht sicher. Ja. Was für eine blöde Idee. Das Ganze ist viel zu riskant. Gut, dass du es selber weißt. Einen schlechten Einfluss auf mich besser. Das hatte besser schon immer. Noch steht der Turm. Ja, ja, noch. So. Oh. Hey! Hey, wo brennt das hier nicht? Ich glaube, ich sollte lieber durchrennen. Was war nochmal nah? Heilung? Ha, ne? Hä?
Warum? Ich habe gerade gar nicht hingeguckt. Ich muss mal eben im Stream selber schauen, warum ich gestorben bin. Hätte ich rennen müssen? Da stand ich dann, hab mich geheilt. Und bumm. Oh, Rohr weg. Mäh. War ein guter Architekt, der das gebaut hat. Ah ja, das glaube ich nicht so richtig. Oh, jetzt muss ich das Ganze nochmal normal laufen. Okay, Heilung. Schneller, Garrett. Sprinten wir da durch. Was für eine blöde Idee. Das Ganze ist viel zu riskant. Boah, warum kann man nicht unter Löcher sliden? Auf mich besser. Das Rohr bricht ein und bleibt sehen, ruhig stehen. Ja. Erstmal heilen. Ach, so geht das. Ah, oh Gott, dieses Feuer ist echt grausig. Das trifft mich ja immer. Ich kann auch gar nicht rennen hier. Jetzt kann ich rennen, okay. Puh. Ey, was? Warum? Bestes Timing, ja. Hä? Was war da? Ich habe das gar nicht gesehen. Ich dachte, da geht eine Tür auf. Okay. Okay, ist zerquetscht. Alles klar. Wovon? Warum? Ach, das... Ach, ich dachte, die Tür geht auf. Das ist so eine scheiß Presse, die hier lang presst. Ja. In der Tür vorne ist kein Wasser. Hey! Oh, ist das schwierig. Ja. ETH, genau. Gut, dass der Kommando aus ist. Der Kolben der Maschine hat jetzt erwischt. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Zweimal schon. Hä? Ich war genau... Boah, wie wenig Zeit hat man denn da? Alter. Krass. Das muss man erstmal wissen in der Eile, ja. Stimmt. Aber hat man echt wenig Zeit, ey. Ich komme mal im Eingang an, hock mich hin und bin so zerquetscht. In der Tür ist kein Wasser und ich kann den Dampf nicht ablassen. Trotzdem, Eingang ist Eingang. Jetzt muss ich nur noch Bessos Zelle finden. Geh und frag Arkwright, ob er irgendeine Idee hat. Ich hab keinen dicken Po. Ich hab dicke Knochen. Wieso keuche ich gerade so krass? Ey, das Spiel kann ja nicht so 1000 neue Mechaniken auf einmal einführen. Das irritiert doch. Okay, ich dachte eigentlich, ich komme drunter her. Hörst du mal auf zu brennen, bitte? Offensichtlich nicht. Loot geht vor. Wir müssen auch wenn wir ersticken. Stell dich nicht so an, Garrett. Muss nur mal ein bisschen Luft anhalten hier. Nahrung ist wichtig. Natürlich! Erstmal Schlösser knacken. Ich glaube, wir sterben jetzt gerade, ne? Komm, finde das Ding. Alles für den Loot. Ja. Kein Loot bleibt zurück, genau. Ja, lassen wir Partner und Kollegen zurück. Aber echt viel Loot. Ich dachte, hier geht's weiter. Hier geht's, glaube ich, auch weiter, oder? Ich will da nicht dieses. Halte, ich will da durch. Ich will mich da alle verarschen, oder? Ach, da ist das Ding. Scheiße. Hä? Ab.
Garrett das Pferd. Gold ist eben wichtiger als Leben. Ja. Finde und rette Basso. Begib dich zur Gefängnisebene. Roger that. Nahrung. Sehr gut. Hat ihm seine Mutter das Lunchpaket noch gemacht? Freut mich. Er hat nichts. Gold. Neue Kadde. So, bitte Aufzugmusik spielen. Ich bin kein Pferd. Nicht du, Garrett. Der Garrett. Interessant. Kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück. Ach, in dem Spiel übersehe ich immer so viel. So kann ich gar nicht drunter, ja. Schade. Immer erstmal vom Zielmarker wegbewegen. Hier ist gar nichts. Tolle Karte. Mhm. So, ich werde mich mal bettfertig machen. Wünsche euch noch einen schönen Abend und schlaf später gut. Bis zum nächsten Mal. Passt euch auf. Danke, Yami. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Schlaf gut, erhol dich recht. Eine wunderschöne Restwoche. Und danke nochmal für den Host am Anfang. Und ja, bis bald. Ich hoffe, du hast nicht zu sehr gelacht heute. Dass du noch ein paar Lachmuskeln über hast. Mach's gut. Schlaf gut. Häftlingsliste. Zellenblock 10. 1. Wollrall. Wegen Verbrechen der Götzen. Vandalismus am Besitz des Barons. Plünderung. Aushungern am Schandstock. Dann Aufhängen am Halse bis zum Tode. 2. Ketterly. Wegen Verbrechen der Götzen. Vierteilung. Verteilung aufrührischer Schriften. Aufhängen am Halse bis zum Tode. Albright. Wegen Verbrechen der Götzen. Anführer des aufrührischen Gesindels. Aufhängen am Halse bis zum Tode. Danach Vierteilung. Das bringt aber gar nichts. 4. Warden. Wegen Verbrechen der Götzen. Auf Fetzerei und Aufwiegelei. Aufhängen am Halse bis zum Tode. Gasso. In Einzelhaft halten. Achtung, darf nicht ohne ausdrückliche Genehmigung des Diebesfängergenerals verhört oder hingerichtet werden. Haben die Basso falsch geschrieben? Lol. Bei Deadly Shadows war Experte immer 90% des Loots einsammeln. Das war, glaube ich, schlimmer. Nee, da habe ich auch keinen Experte gemacht, weil bei Deadly Shadows war das Expertending ja nur mehr Loot einsammeln. Das war ja nicht generell andere Missionen. Das war bei Thief 2 war das geil, dass man da andere Missionen bekommen hat. Gute Nacht, ihr Lieben. War super. Danke, Yami. Danke. War heute perfekt. Hab ich gebraucht. Sehr gut. Das freut mich. Dann hat sich der Stream schon für mich gelohnt. Wenn wenigstens einer happy ist. Tote klaut man nicht das Essen, aber den Loot. Alles. Toten klaut man alles. Und 3 spezielle Beutestücke. Ah, das war mir zu viel. Deswegen habe ich bei Deadly Shadows auf normal gespielt, glaube ich. Root, wegen Verbrechen der Götzen, Vandalismus am Besitz des Barons, Aufhängen am Halse bis zum Tode. Thurber, wegen Verbrechen der Götzen, Aufwiegelung unter den Adeligen, Verhör danach Aufhängen am Halse bis zum Tode. Gott, sind die kreativ. Hab ich rechts schon geguckt? Komm ich gar nicht. Kann ich gar nicht. Hä? Kann doch gar nicht mehr looten. Das ist ja interessant.
Du warst dabei? Nein. Es gibt nie genug Loot. Das stimmt. Loot, Loot. Alle wollen Loot. Ist das hier eine Zelle? Alle Zellen des Gefängnisses sind winzig. Alle Zellen im Gefängnis sind klein. Jede Zelle. Gott, meine Stimme ist heute total fettig, ey. Ich kann nicht mal mehr trällern. Ich werde erkältet. Ach, Basso. Sei doch ruhig. Bin ja gleich da. Danke, Garrett. Ich bin da drin ein bisschen durchgedreht, so ganz allein. Wollte sogar Jennifer bei mir haben. Oh, ekelhafter Mistkerl. Ich dachte immer, wenn sie Anna tötet, dann wäre das ich. Was hast du vor? Oh, halt, 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 halt. Du denkst doch nicht an die Geschichten über den legendären Tresor, oder? Hör zu, Garrett. Niemand zahlt dafür, dass du dabei den Hals riskierst. Es geht nicht um Bezahlung. Ich bin eben nicht. Und Garrett... Falls du es überlebst, ich meine, wenn du es überlebt hast. Ich bin im Sirenennest im Südviertel. Finde den großen Tresor. Nicht die kleinen, nicht die mittleren, den großen. Diese Klappe, die über mir sieht, verdächtig benutzbar aus. Hm, was? Ja, nee, klar. Ist überhaupt nicht übertrieben, das Ding. Hedda, unser Kleptomane. Mhm. Ich bin ein kleiner Kleptoman. Was? Terrakotta-Armee? Das versteht der Baron unter Ordnung und Effizienz. Würde er diese Stadt wirklich verstehen, wüsste er, dass das nicht funktioniert. Das ist ein Roboter. Oh Gott. Roboter arbeiten am Fließband. Hier sah man, was der Baron mit der Energie vorhatte, die er so sehr will. Hm, Roboter beschäftigen. Verrückter Typ. Bewusst, deswegen kann man benutzen. Hab mir Garrett angeschaut. Ich spiele mal den Thief Build in Dark Souls 3. Sehr gut. Schnell hier hoch. Bevor das abstürzt. Das sieht nicht gut aus. Das ist mal ein sehr komischer Rauch hier. So, da muss ich hin. Gucken wir uns erst noch mal ein bisschen um, bevor wir diesen sehr unauffälligen Schalter da betätigen. Nachher wissen, was wir zu tun haben, wenn hier was passiert. Die Tür geht dann wahrscheinlich auf, ne?
Na, noch was versteckt. Oh, au, au. Er hört auf zu brennen. Da. Immerhin. Sieht zwar jetzt nicht so mega gelohnt, aber... Aber wir haben was gefunden. Ein Radzahn. So, dann gehen wir mal zu diesem kleinen... Wir können auch einmal da lang gehen. Hier ist nichts zum Looten, ne? Ne. Das ist eine ganz schlechte Idee. Diese Idee ist super. Ich brauche größere Dietriche. Oh ja, öffne den Tresor. Okay, nicht hier. Oder doch? Hä? Doch, da unten? Oder muss ich wieder zum Schaltpult zurück? Das könnte ja auch sein. Nö. Hä? Ich übersehe doch was. Da hinten war doch was. Da! Alles klar. Um es zurückzusetzen, muss ich rechtzeitig beide Knöpfe drücken. Ne, häng dich nicht fest. Eastwick muss ich den Code irgendwo notiert haben. Das haben wir doch schon. 30, 11, 98. 30, 11, 98. Lass mich raten, die drehen sich mit? Nö. So, ein bisschen einfach, oder? Hä? Ach so. Kann nur die linken drei bewegen? Dreißig, elf, 98. Summe von den dreien ist es auch nicht. Was hältst du eigentlich von Thaddeus, sprich Diebesfänger General? Joa, ich habe noch nicht so oft gesehen, ne? Da kamen zwei. Was wird bei A und D? Bei A und D wechsle ich durch. Ach, stimmt. Ah, kann wahrscheinlich durch. Oh, ich bin so dumm. Hast recht. Ich weiß noch nicht, was ich von dem halten soll. Wirkt auf mich wie ein schmieriger. Hä? Warum ist auf einmal 319 richtig? Ach, das sind die ersten Buchstaben.
ja, Kombination des Dings. 30, 11, 98, das sind nur die Anfangsbuchstaben immer. Ah, oh. Wusstest du es nicht, Garrett? Gier ist Sünde. Und man wird bestraft für seine Sünden. Aber ich kenne die Gier, mein Freund. Wo sie herkommt. Es war so einfach. Ich musste dich nur in das Gebäude locken. Siehst du? Ich kenne dich besser als du dich selbst. Morgen hängst du am Galgen, Meister. Wachen! Ergreif diese Ratte! Der ist so doof, der hätte Garrett in den Rücken oder beim Bein schießen können. Ja, das stimmt. Vielleicht hatte Besser recht. Wehe, wenn in dem Ding nicht mindestens die Goldzähne des Tricksers sind. Es könnte noch jemand hier sein. Fuck. Ist aber schon schwierig hier. So richtiges Schurkenklischee, der immer eine Chance lässt und nur zeigt, wie grausam er ist. Oh ja. Oh ja. So, aus diesem Schlamassel hier befreien wir uns in der nächsten YouTube-Folge. Auf Twitch machen wir noch ein bisschen weiter. YouTube, bis übermorgen. Nicht den Kopf verlieren. Ciao.